Ich hatte euch ja bereits gezeigt, wie bei der Glock die sogenannte Steuerfeder ausgetauscht wird. Ich hatte sie wieder zurück auf die Originalfeder getauscht, weil ich persönlich der Meinung war, dass sich hierdurch negativ der Reset hat beeinflussen lassen. Nun, ich muss hier eine kleine Korrektur aussprechen. Das ist nicht der Fall. Die Steuerfeder war definitiv nicht an dem komischen Reset-Verhalten schuld. Aus welchem Grund ich hingegangen bin und habe heute Morgen bereits die leichtere Steuerfeder in die Pistole eingebaut. Die Feder, die für den Reset maßgeblich verantwortlich ist, ist diese Abzugsfeder. Sie ist dafür verantwortlich, dass der Abzug wieder in seine Ausgangsstellung zurückkommt. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach mal gucken, wir spannen das System, dann sehen wir, dass der Abzug hier, die Feder hier auf Spannung geht. Kann es passieren, dass nämlich genau hier dieser Pinockel von der Sicherung nicht sauber wieder vollständig rauskommt und damit der Abzug wieder in einer Safe-Position ist. Das ist eine maßgebliche Funktion dieser Pistole. So, denn wenn ich jetzt gucke, sehen wir, dass er tutto completo wieder ganz normal so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und darum geht es letzten Endes. Auch diese Feder habe ich heute Morgen bereits ausgetauscht. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte die Striker-Feder wieder austauschen. Denn für mein Empfinden bringt am meisten Abzugscharakteristikveränderung das Thema Steuerfeder. Diese entscheidet tatsächlich in meinen Augen darüber, ob ein Abzug vernünftig läuft oder nicht bei einer Glock. Ein Problem mit den leichten Striker-Federn, also Schlagbolzen-Federn, ist halt auch, dass es hin und wieder zu Light Striker kommt. Das heißt, der Schlagbolzen hat nicht genug Energie, um manche Zündhütchen so zu perforieren bzw. einzudellen, dass sie tatsächlich auch zünden. Und das ist ein Problem. Das heißt, wir tauschen jetzt die Schlagbolzenfeder aus. Das geht relativ easy. Und zwar müssen wir zuerst die Platte hinten raus machen. Dafür schieben wir dieses Teilchen ein bisschen nach unten und nehmen dadurch die Spannung. Und dann können wir die Abdeckplatte hinten einfach runterziehen. So, dann nehmen wir die Schlagbolzeneinheit raus. So, jetzt gibt es einen kleinen Trick, den man anwenden kann. Nämlich, wir müssen ja die Feder jetzt rausnehmen. Dafür müssen wir diese kleinen halbkreisförmigen Teilchen da rausnehmen. Diese Teilchen da. Und das kann man wunderbar machen, indem man jetzt den Schlagbolzen falsch herum in den Schlagbolzenkanal einsetzt. Und dann hat man einen Gegendruck und man kann ganz easy die Feder runterdrücken, kann sie dann rausnehmen und kann dann die andere Feder wunderbar wieder einsetzen und diese Kunststoffteilchen dann ebenfalls mit einsetzen. So, und das war's. Schon haben wir die Schlagbolzenfeder ausgetauscht. Dann können wir den Schlagbolzen schon direkt wieder einsetzen. Dazu setzen wir den Striker wieder ganz normal ein. Wir nehmen die Abdeckplatte, nehmen einen Durchschlag, drücken diese Kunststoffhülse nach unten, drücken dieses Teil nach unten und schon haben wir den Striker wieder eingebaut und die Platte drauf montiert. Dann kann auch schon wieder der Lauf rein. Das Federpaket. So, wenn man solche Arbeiten durchführt, immer hingehen und die volle Funktion überprüfen. So, die Sicherung funktioniert auch wieder tadellos. Und schon haben wir hier die Schlagbolzenfeder wieder ausgetauscht. Es kann nun passieren, dass ich durchaus wieder zu der Erkenntnis komme, dass ich die leichtere Schlagbolzenfeder drin haben möchte. Das ist halt das Schöne bei der Glock, man kann es wunderbar hin und her tauschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen,
Es war nicht häufig, aber es war bestimmt immer so alle 50 Schuss, ein, zwei, drei, die nicht sauber gezündet haben. Und das ist natürlich bei einem Wettkampf echt, echt übel. Von daher, es kann sein, dass ihr einfach ein bisschen ausprobieren müsst, was für euch am besten funktioniert. Und danach solltet ihr entscheiden, welche Abzugsveränderungen ihr dann tatsächlich langfristig verwendet. Ich werde das genauso machen und dann werden wir mal sehen. Ich werde sie nachher auf der Range nochmal testen und dann schauen wir mal, wie ich heute damit schieße. In diesem Sinn, macht's gut.